So, ihr Süßen, wir reagieren jetzt nochmal eine Runde auf Reportagen Dark Knight und schauen mal, was uns da erwartet. Let's go. Ey, der Domian, habe ich immer gerne geschaut. Ich gucke mir heute sogar noch ab und zu mal, wenn ich Langeweile habe, gucke ich irgendwie auf YouTube, ob ich noch eine Folge nicht kenne. Aber die meisten Bekannten, die schon alle gesehen. Ja, es geht sich um Folgendes. Also im wahren Leben bin ich Uwe, 35. Ja. Und in der Nacht bin ich Batman. Ja, die kenne ich nicht mal, lustigerweise. Ich erzähle gerade noch, wie ich alles mal suchte, aber die kenne ich gar nicht. Ah, die Brille am Start. Hallo. Moin. Ich bin immer schwarz gekleidet. Alle wechseln die Straßenseite. In jeder Stadt werde ich hart beneidet. Bitch, ich bin Batman, Bitch, hier kommt Batman. Also wird man nicht prächtiger. Anzug aus Kevlar, Schuss und noch schlechter. Ja, richtige Gangster, du Peptiker. Batman, back in die 60er. Beat ist aber auch krass, Alter. Passt irgendwie voll zu ihm. In der Nacht bin ich wach und schleiche mich aufs Dach. Ist einer kriminell, dann wird er weggeklatscht. Statte das Batmobil und fahre durch die Hut. Bin gerade so im Suff, tanz mit Joker im Club. Ey, ich kenn irgendwoher, irgendwas sagt mir das, als hätte das vielleicht schon mal jemand im Hintergrund requested. Irgendwie sagt mir dieses irgendwie, irgendwo erkenne ich's. Aber nie bewusst gehört. Tanz mit Joker im Club. In der Nacht bin ich wach und schleiche mich aufs Dach. Ist einer kriminell, dann wird er weggeklatscht. Starte das Batmobil und fahre durch die Stadt. Bin gerade so im Suff. Tanz mit Joker im Club. Mein Herr schläft. Ey, irgendwie ist das Video auch nice. Ich weiß auch nicht, ist so simpel, aber irgendwie ballert's, wie er da immer so reinschneidet, wie er so am Rumdancen ist. Geil, Alter. Klingt so richtig ein Club-Hit. Mein Herr schläft für Catwoman. Ficke Joker, oh, das war der Clown von McDonalds. Und sowas kann immer passieren, Digga. Mutter Haube am Vibrieren, Digga. Und wir lachen lieber Dark Knight. Ja, Mann, das ist Fast Life. Name auf dein Grabstein. Und das haben sie auch nicht gesagt. Junge, das ist Fast Life. Winkel in dein Tag rein. Wollen gehst du kommen, um mich testen? Brauch ich keine AK-47. Seven. Alle Menschen werde ich beschützen, denn ich bin Batman und flatter durch die Lüfte. Und wir lachen. Ich war nie so ein Batman-Fan, ne? Aber jetzt habe ich Bock auf Batman. Ich wäre immer so diese Spidey-Fraktion. Aber jetzt wäre ich dabei, Alter. Schön mit Robin durch die Hood, Alter, und ein bisschen Joker klatschen. Die Lüfte. Und wir lachen über Dark Knight. Ja, Mann, das ist Fast Life. Name auf dein Grabstein. Und das alles ohne Jagdschein. Junge, das ist Fast Life. Nickel in dein Tag rein. Und wir lachen über Dark Knight. Ja, Mann, das ist Fast Life. Name auf dein Grabstein. Das alles ohne Jagdschein. Junge, das ist Fast Life. Nickel in dein Tag rein. Jacke G's in den U-Bahn-Schächten. Ich habe keine Superkräfte. Aber bin ein Milliardär mit einer Technologie wie vom anderen Stern. Ja, ja. Bitch, hier kommt Batman, du bist nicht Batman, Bitch, ich bin Batman. Deine Mama wäre gern Batman, ist sie aber nicht. Was? Bitch, hier kommt Batman, du bist nicht Batman, Bitch, ich bin Batman. Deine Mama wäre gern Batman, ist sie aber nicht. In der Nacht bin ich wach und schleiche mich aufs Dach. Aber ey! Ich sag's jedes Mal wieder, wenn ich auf eine Reportage reagiere, wie vielseitig der ist. Und der ist echt vielseitig. Der kann deepe Songs nice machen, der kann Diss-Tracks geil machen, der kann diese Club-Richtung geil machen. Der ist echt vielseitig, der Typ. So. Vor allem, wenn du, als ich damals so diese Diss-Tracks, das waren so die ersten Dinger, die ich gehört habe, habe ich ihm gedacht, er hätte gar keine andere Möglichkeit sozusagen durch diese Stimme, ne? Weil die hat er ja früher immer so benutzt, so dieses so, immer sehr aggro. Aber er schafft es auch mit der Stimme irgendwie was Sentimentales oder sowas. Geil, Alter. Und schleiche mich aufs Dach, ist einer kriminell. Dann wird er weggeklatscht, starte das Batmobil und fahre durch die Hut. Bin gerade so im Suff, tanz mit Joker im Club. In der Nacht bin ich wach und schleiche mich aufs Dach, ist einer kriminell. Ist auch wie der Dance dabei, irgendwie nice. Wird er weggeklatscht, starte das Batmobil und fahre durch die Hut. Bin gerade so im Suff, tanz mit Joker im Club. Ich kann das auch, Alter. Oh, sexy.
Ja, Mann, Piggy. Ey, wer ist das nochmal? Wer ist das nochmal? Meine Kleine hat das immer geguckt. Wie heißt die nochmal? Wie heißen die Teile nochmal? Wie Papa Wutz? Ist es Peppa Wutz oder so? Ist es von Peppa Wutz? Ich glaube schon. Oder verwechsel ich das jetzt gerade? Und wir lachen über Dagner, ja man, das ist Fast Life, Name auf dein Grabstein, ah. Und das alles ohne Jagdschein, Junge, das ist Fast Life, Winkel in dein Tag rein, ah. Und wir lachen über Dagner, ja man, das ist Fast Life, Name auf dein Grabstein, ah. Und das alles ohne Jagdschein, Junge, das ist Fast Life, Winkel in dein Tag rein, ah. Aber man sieht so manchmal, das ist so krass, manchmal muss man sich gar nicht so viel Gedanken machen, was man, ob man irgendwie krasse Locations hat oder dies. Zum Beispiel Reportage, und der hat jetzt nie so dieses High-End-Video oder so, ne? Also so dieses mit so 1000, was weiß ich, LEDs und der krassesten Location und krass ausgeleuchtet. Der macht halt einfach, bei ihm hat man immer das Gefühl, der hat einfach Spaß so an der Mucke. Einfach, weil er macht einfach, worauf er Bock hat. Und genauso bei den Videos so. Er hat halt einfach, ey, einfach Fernseher hinten ran, paar Batman-Szenen dazwischen, coole lässige Belichtung, ein bisschen rumdancen, so. Fertig, Alter, so. Ne? Man muss gar nicht immer so extrem aufschweifend sein. Also, oder was ja ausschweifend, also so extrem die Produktion von der Professionalität, sag ich mal, hochfahren. So, man kann auch auf die Schnelle so, also nicht, dass ich sagen will, der Song wurde schnell gemacht, das gar nicht, aber so einfach vom Video. So, weil bei mir merke ich halt immer, ich bin so einer, ich denke halt immer übelst nach, dann suche ich Locations und dies und jenes so. Ich finde, Videodreh ist immer das, hasse ich am meisten, wenn es um Mucke geht so. Manchmal ist es bei mir so, ich habe einen Song, ich schreibe den, bei der Hälfte denke ich mir, geiler Song, aber Eltern, muss ich ja noch ein Video zu drehen. Und dann habe ich schon keinen Bock mehr, den Song weiterzumachen, so einer bin ich. Ich müsste eigentlich mehr einfach mal machen so. Einfach so aus Jux so, ne? Aber geiles Ding. Wir sind Gamer, wir zocken jeden Tag von Formel 1 über Tekken bis zu GTA. Wir sind Gamer, es wird gleich gezockt, egal ob Sony, Nintendo oder Microsoft. Wir sind Gamer, ja wir lernen schnell, scheiß mal auf Cheater, Camper und RTL. Wir sind Gamer, und weil ich selber bin, gibt es diesen Song aus dem Grund, dass wir Gamer sind.